Ich soll jetzt vielleicht endlich mal das hier nehmen, und zwar Treibstoffnachschub. Das ist wirklich Was bist gut. du gegangen? Blitzkrieg oder was? Yep. Ich wollte eigentlich die Schreckensdoktrin nehmen wegen der V1, aber es bringt dann auch so viel, wenn ich dann nicht mit denen richtig kämpfen kann. Zumindest ich nicht. Wie werde ich die Cromwells da los? Ist praktisch eher bei Okay. der Blitzkrieg-Doktrin ist, du kannst halt die ganze Zeit Fahrzeuge anfordern. Ja, das stimmt schon, ne? Ist irgendwie das Schöne daran. Ich brauche irgendetwas Effektives. Ein Offizier baue ich mal fürs Erste. Reparaturbunker. Da kann ich den ja gleich wieder zurückschicken. Ja. Komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Naja, ich muss eigentlich zugeben, den Mörser bei den Deutschen mag ich eigentlich. Der kann wenigstens weiter schießen. Und macht ein bisschen mehr Schaden. Aber ansonsten, ich sehe nicht gerne, dass da eine Stuart steht. Komm, schieß. Nebelwerfer, das war ja so klar, dass du wieder darauf gehst. Ja, ich muss irgendwas machen, was etwas zerstören kann. Hey, das waren meine Köln zu Schweine. Ich Aber habe nicht trotzdem mal Menge. einen gekillt. Zeit sei nicht weniger danach aus. Du hast, denke ich mal, schon jemanden gekillt? Vielleicht? Ein Typen. Wow, an der Seite abgeprallt. Das sehe ich aber auch nicht jeden Tag. Wow, unverfehlt. Ich bin so stolz auf meine Panzer. So. Jo, also, dann würde ich mal sagen, ich baue mal Panzer 4. Ach ja, dein Scharfschütze. Oder so. Das dürfte der einfachste Weg sein. Wenn der Scharfschütze wenigstens ein bisschen aufklären könnte, dann könnte ich sehen, wo die Feinde sind. Ich meine, im Grunde genommen könntest du eigentlich damit schon aufklären, weil du bist ja im Tarnmodus, zumindest wenn du rumkriechst. Ja, aber ich meine jetzt so, dass er sich irgendwo hinstellt und dieses Fernglas auspackt und über die ganze, oder den Ja, größeren und Bereich abdeckt. gleichzeitig dabei unsichtbar bleibt, ja, das wäre wirklich schön. Obwohl, das kannst du eigentlich machen, wenn du hinter einer grünen Position bist, also Stellung. Und ich glaube, die werden dich erkennen. Ja. Der wäre mich. Gleich mit einem Eine Flammenwerfer zu Sekunde kommen. weggeguckt, wieder hingeguckt, schon ist er tot. Lass mich raten, du bist auf Schreckensdoktrin gegangen. Ja. Ja, das sehe ich an deinem Panzer. Ja, dieses Upgrade lohnt sich ja, damit aber auch zu machen. Ich lasse es mal lieber. Sehr schöne. Einfach weiter drauf schießen. Ein Cruiser. Meinst du zufälligerweise den hier? Oder gibt's bei dir einen? Körperlicher Hund. Pass Bleibt einfach lieber auf, weg. der Cromwell kann dir eigentlich schon ein bisschen einheizen bei deinem Panzer 4. Also von dem her, Der hat pass sich da lieber so auf. komisch eingegraben. Ich komme da nicht hin. Schieß ihn ab, Stock! Sehr schön. Ich schätze mal glücklich für uns, dass er nicht wirklich pressiert, weil der hätte mich am Anfang ordentlichst vertreiben können. So. MG34 oder STG. Das wird schwierig. Ach, ich nehme mal lieber das MG. Mit seinem köppigen kleinen Klump hierher kommen. Um fair zu sein, er ist jetzt weniger klein, sondern eher größer. Außer du willst natürlich einen Cromwell als klein bezeichnen. Dann ist es natürlich was anderes. Denn sein Cromwell ein Klump. Ach Wenn er halt na. nicht. Ne, Du darfst ja war nicht jetzt. vergessen, ich bin der Lord dieser Sachen, der sie gerne baut, verstehst du? Also ich muss die Teile halt so mögen. Was eigentlich nicht schwierig ist, weil ich mag einen Cromwell und Sherman. Nur du stehst nur auf die krassesten Dinge, die man hier haben kann. Kleines verwöhntes Kind, du. Ja. Kleines Luder.
Ich bin So, so wenn versaut, jetzt klatsch dieser mir auf den Arsch. Cromwell stehen bleibt. Na! Nein! 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 Ah, toll, ich werde mein Panzer 4 verlieren. Toll. War sowieso nicht wichtig. Ich hab gedacht, der 17-5 in der Mitte ist weg. Nee. Das hättest du mir sagen müssen. Warum habe ich habe ja nicht mal gesagt, dass irgendwas damit passiert ist. Ich habe nur gesagt, da ist eine. Das machst du aber sehr gerne, dass du mir nichts mehr darüber sagst. Ja. Komm, Ich weg weiß ja von nicht, hier, was weg du von für hier, weg dumme von hier. Bewegungen hast. Ich starre ja nicht die ganze Zeit auf deine Einheiten. Doch, das tust du doch, intim. Ich habe Gebe ich doch gedacht, zu. du wusstest es noch. Also, aber. Nein, weniger. Tja, was passiert ist. Oh, da hatte ich aber Shit Glück. happens. Fuck off, Mate. Ha, verfehlt. Ich habe Angst vor einem kleinen 17-Pfünder, der hier auftauchen könnte. Hier irgendwo steht noch einer. Aber jetzt nicht als Stellung, sondern einfach lose. Versteht sich. So, ich bräuchte noch Pioniere hier vorne. Dachte Scheiße. wieder Artillerie. Ich bin es eigentlich so gewohnt, die ganze Zeit am Anfang einen Jumbo zu haben, dass es irgendwie ein komisches Gefühl ist, wenn ich mit einem Panzer 4 rumfahre. Also viel ist doch nicht schlimm. Ich sag nicht, dass es so schlimm ist. Ich mag den mit den Panzerschützen, nur den ohne. Den verkneife ich mir eher die meiste Zeit. Ach, hier fährt einer rum. Perfekt. Got a feeling that somebody's watching me. Warte mal. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht auswählen. Das war jetzt wirklich mal eine astreine Aktion von mir. LOL! Achillespanzer. Doch du Scheiße, was steht da bitte alles in der Mitte? Und ich wollte da vorrücken. Heilige! Ja, das ist ja nice. Eieieiei. Ei, Babi! Der Typ übertreibt aber mal richtig. Glaub, wenn ich schon mal dabei bin, mache ich sogar eine zweite Pack. Und wenn ich verrückt genug bin, einen zweiten Mörser. Obwohl, ich glaube, das mache ich sogar. So. Wunderschön. Wunderschön, ja. Oh ja. Ja. Pah. Na, pah. Mein Stuck lebt noch, das ist irgendwie ein Weltwunder, aber nicht mehr lange, wenn dieses 17 von dir in der Nähe ist. Ich habe mich schon gefragt, warum mein Spiel so ein bisschen rumspackt. Jetzt weiß ich es wieder. Oder Ja, jetzt bei habe ich mir spackt wenigstens. so oder so rum. Dank Ja, jetzt. Fraps. Naja. Naja. Kenn die Ursache. Meinst du die unzähligen Einheiten in der Mitte? Ja, dieses Ja, die sich Problem. nicht weiter bewegen können. Artillerie auf diese Posi. Okay, ich glaube, ich fahr doch mal lieber zurück. Du. So, sehr schön. Du hast nicht zufälligerweise eine V1 oder irgendetwas derartiges. Nö. Kiltschuh, du hast deinen Panzer verloren. Zieh dein Puma zurück. Sofort! Ja. Mein Ich meine, Spiel es sind ja lädt rum. sowieso. Ich habe gerade mal 10 FPS. Und du willst mir sagen, dass dein Spiel laggt? Ja, mein Spiel lädt wirklich. Ich habe ihm gerade befohlen, sich zurückzuziehen und der Typ hat nichts gemacht. Das habe ich gesehen. Hust, hust. Wirklich, Kommt da ein nein, hat Achilles zu sofort. mir angedüst. Oh yeah, weißt du, was das super geilste ist? Meine Einheiten gehen wieder verzögert. Ja, ich weiß auch warum. Blöderweise. Ein Brand Carrier kommt zu uns. Halte mich, ich habe Angst. Was macht der Typ? Er fährt mit seinen Achilles auf den Hügel und mein Panzer 4 erledigt sie von hinten. Ha, gay. Ah ja. Was? Nichts.
Find's echt praktisch, dass ich bei dem Panzer 4 nicht die Panzerschutz, ne, jedes Mal kaufen muss, weil das wäre echt ein Krampf. Er pressiert auf eine Stelle mit einem Kommandopanzer. Mit dem Klumpen hier in der Mitte rumbaggen, würde es alles schön sein. Würde wirklich alles schön sein. Oh ja. Eieiei. Ich versuche jetzt eigentlich dir ein bisschen zu helfen mit einem Panzer. Hehe. Aber ja, eins muss ich ihm echt lassen. Er stellt sich verdammt faszinierend auf mit seinem Kommandopanzer. Oh, er bewegt sich. Komm her. Kommandopanzer. Nevermind. Schieß! Schieß! Nicht verfehlen! Ne? Ja, komm, bitte triff du mich. Auch nicht. Motor zerstört! Wow! Das wird ja immer besser. So. Hä? Ha, der Hebe. Er fährt halt in die Mitte und macht nichts mehr außer sich im Kreis zu drehen. Deshalb spackt mein Game auch so rum. Naja, ich meine, das kann weniger Müssen tun. vorrücken und ihn dort vernichten. Ja, rat, was ich jetzt mal vorhabe. Wenn ich nicht wieder ein 17-Fünder reinfahre, heißt. So, Stock, da kommt bis. Da. Was? Der Brand Carrier hat gerade eben wirklich einen 75 mm Schuss ausgehalten. Nicht schlecht. Ich liebe es einfach nur. Ja. So, komm, warte nach vorne. Bewegungsunfähig. Ah. Jetzt, das ist nicht dein Ernst. Danke. So, Puma. Mein Angriff, der wird legendär sein. Er wird Ja, alles vernichten. ich glaube es Niemanden am gern. Leben lassen. Ach ja, könntest du vielleicht in die Mitte reinschießen mit irgendetwas? So. Upgrade. Ach, wenn ich schon den zweiten Panzer 4 stehen habe, tue ich den auch mit zur Verteidigung schicken. Was will der überhaupt mit Riflemans bei mir? Sind nervig. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich meine, da stehen zwei Panzer, keine Infanteristen. Ne? Ja, okay, meine Pioniere stehen da, aber sind hinterm Eine Panzer. Puma, das kann er damit auch töten. Das auch recht schnell. Kann er bitte aufhören? Danke. Jetzt habe ich zwei Panzer zu reparieren. Großartig. Boah, das ist ja eine richtige Qual, was hier gerade passiert. Das ist. Königssieger. Kostet 210 Benzin und jede kleine Scheiße will Benzin von mir. Jede kleine Scheiße. Das hört sich Ja. gut an. Muss jetzt nochmal 75 Benzin dafür ausgeben, dass ich verbesserte Produktion 2 habe und dann erst. Also, ich meine, wenn ich könnte, würde ich dir ja gerne was geben. Also von dem her. Ich habe gerade eben 97. Ich habe nur noch 40. Obwohl, ich muss eigentlich Muss ich. hinzufügen, mit der Blitzkrieg-Doktrin kann man eigentlich auch ziemlich gut spammen. Und was wolltest du sagen? Ich muss jetzt eigentlich nur noch auf eine Sache warten. 210 Treibstoff, dann. Schau mal, wie runtergerockt meine Panzer 4 sind. Durch was vor allen Dingen? Das ist hier wirklich am besten, ne? Wieder nach Achilles, bitte! Ich halte nicht noch einer aus! Oh, Scheiße. Bitte dreh dich nicht, bitte dreh dich nicht, bitte dreh dich nicht! Dann kommt noch einer. Einfach draufschießen, bitte! Bitte! Okay, da geht's zum Glück weg. Jetzt kommt aber dafür der Achilles mit seinem Weg, weg, Arsch. weg, 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 Okay, weg. sehr gut.
Ich hatte nie gedacht, dass ich von einem M10 mehr oder Wie weniger. kann der Panzer durch den Boden schießen? Und wenn ich selber schießen will, dann funktioniert's nicht. Was? Scheißspiel. So eine realistisch. Also ich finde es unterhaltsam.